Lego Mio, ey. Lego Mio. Boah, der ist sehr gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Das Wetter ist geil. Ja, ich habe die Waller Vertikalroute und auch die Spinnroute, die Evo-Kette bei. Ja, die steht hier am Baum, deshalb zeige ich hier so an den Baum. Ist noch auseinandergenommen. Und was ich auch dabei habe, ist ja, ein Kajak. Wir wollen ja ein Kajak entwickeln. Das soll eigentlich komplett anders aussehen als das hier. Ja. Aber trotzdem muss ich mal meine ersten Erfahrungen mit so einem festen Kajak beim Wallerangeln sammeln. Und wie geil das ist, das werde ich später sehen und ihr auch. Also gucken wir mal. Also, ich habe das Kajak soweit fertig gemacht mit meinem Bellyboot. Setup hat deshalb ein bisschen länger gedauert, die Adapter haben auch nicht so ideal gepasst, ich habe es einfach mal so notdürftig zusammengefriemelt, war jetzt auch, bevor ich anfangen wollte zu angeln, nochmal draußen, habe mal alles angesehen, habe mal angesehen, wie hier der Pedalantrieb funktioniert, wie die Lenkung ist, habe ich ja heute wirklich alles erst zusammengebaut, so viel musste nicht zusammengebaut werden, aber schon so ein paar Knoten und das hier festmachen, ein paar Schrauben und wie gesagt, das ganze Zubehör und ich wollte einfach mal sehen, ob das so klappt, ob man davon fischen kann. Und ich muss sagen, das hier ist ein normales Kajak mit 80 cm Breite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es nochmal dabei haben werde zum Wallerangeln. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir sogar überlegt, die Tour hier abzubrechen, den Testtrip, weil das ist schon sau wackelig. Ne? Man muss nur einmal ein bisschen sich nach rechts lehnen, um hier am Geber was einzustellen. Und schon hat man das Gefühl, man macht die Krokodilsrolle, sagt man das, oder Indianerrolle, sagt man, glaube ich, hier am Kajaksport. Ich weiß es nicht. Ne? Also... Raubfischangeln von einem festen Kajak in der Breite, ja, aber Welsangeln, pff, egal, jetzt bin ich hier und jetzt testen wir mal das Ganze. Bitte habt Verständnis, wenn ich nicht allzu viel moderiere, die GoPro wird an sein und ich habe echt Schiss, ne? Ich meine, das Echelon-Setup ist auch schweineteuer. Also 50-50, dass ich einen Abflug mache. Ekelhaft. Ich bin jetzt schon froh, dass wir eigentlich ein anderes Kajak im Hinterkopf haben, weil ich will auf jeden Fall was Stabiles, wo man problemlos auch drauf stehen kann. Egal, ja. Tests sind Tests. Ja, drück mal die Daumen, dass ich nicht einen Abflug mache. Und ich, sorry, aber ich würde es mal wünschen, dass ich nichts fange. Ja, ich bin mal gespannt. Ich traue mich wahrscheinlich gar nicht, große Fische anzuangeln. Wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall spannend. Also, ich wechsle mal kurz die Batterie der GoPro. Ich muss sagen, hier auf dem Wasser fühlt sich das Ganze schon deutlich besser an, solange man den Körperschwerpunkt in der Mitte hält. Ich glaube, so das Landen vom Waller, ich weiß es nicht, ja. Und auch das Drillen, ich bin mal echt gespannt. Ne? Ich glaube, größere Leute haben da weniger Probleme. Aber egal, ne? Ich wechsle den GoPro-Akku, dann geht's weiter. Eine Sache wollte ich noch sagen, ich kann ganz easy 4 km/h halten, was schon mal sehr, sehr angenehm ist. Ne? Das ist so fast die Höchstgeschwindigkeit mit einem Bellyboot und E-Motor. Also E-Motor braucht man wirklich nicht. Ja? Also das kann man sich auf jeden Fall mit einem Kajak sparen, das finde ich schon mal sehr, sehr geil. Auch generell die Bedienung, so wie ich hier alles habe mit der Geberstange, mit der Lenkung. Das ist vielleicht eine Notlösung hier mit Echolot, aber... Ja, also ich bin eigentlich hier sehr zufrieden. Vertical Jig hängt hier, ja, wenn ich gleich anfange zu angeln. Unten leider Plätze, die ich so gut finde, die waren leider besetzt. Ja, Ansitzangler, Welsangler, den wünsche ich an dieser Stelle viel Glück. Ich fahre jetzt mal ein bisschen hoch, war da schon ewig nicht mehr. Mal gucken, vielleicht finde ich ja einen Fisch. Und wie gesagt, wenn ich einen finde, dann wird der Vertical Jig abgelassen. Dann gucken wir mal, wie stabil das Ganze hier ist. So, dann schauen wir mal. Oh, leck. Wollt da Knarre? Ah. Ah, bisher geht's. Oh, leck.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Zieht natürlich ins Kraut. Boah. Kann man da drauf abhalten? Boah. Boah, ist nicht schlecht. Boah, Lego Mio, ey. Lego Mio. Boah, der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Oh, leck. Boah, der Vertical Jig. Wow, wow, wow. Das kann man haben beim ersten Kajaktest, ey. Leck mich doch. Oh, leck. So, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Mal landen und fahren. Auf den Haken aufpassen. Jawohl. Jawohl. Geil. So, fahren wir mal ans Ufer und versorgen Fisch. Ich habe ganz schnell ein Foto gemacht. Wir machen hier gar nicht lange rum, weil es warm ist. Ach, deshalb komme ich jetzt einfach mal schnell vor die Cam. Ja, das ist der Fisch. Ich muss sagen, ja, nicht so einfach, wenn man das erste Mal vom Kajak aus fischt und so einen Fisch landen muss. Ich bin jetzt ans Ufer gefahren, habe ihn an der Seite gehalten. Jo, ging aber. Ja, und ich wollte ja eigentlich gar keinen großen Fisch fangen, aber ja, ich habe ihn jetzt nicht gemessen, weil es schnell gehen muss hier bei den Temperaturen. Aber so circa 1,80 schätze ich hat er. Ein riesen Bulle. Mega, mega geil. Und ja, der kommt schnell zurück. Wichtig bei dem warmen Wasser, gar nicht groß aus dem Wasser nehmen. Und dann sage ich euch gleich noch ein bisschen was zu der Kajakfischerei. Ist auf jeden Fall sau interessant. Jetzt schnell einen Fisch zurück. Darf man hier. So. So schnell kann es gehen, ne? Jo, ich wollte hier eigentlich keinen dicken Fisch fangen, weil ich so ein bisschen Schiss hatte hier vom Kajakdrill. Ich hoffe, man hat es auf der GoPro gesehen. War jetzt auch nicht ohne. Ich meine, vom Bellyboot aus, da drille ich schon lang große Fische, alles kein Thema, man hat vorne genügend Auftrieb, aber beim Kajak muss man halt echt aufpassen, dass man die Rute immer nach vorne hält, sodass man quasi keinen Hebel zur Seite hat. Und das Allerschwierigste war dann irgendwo das Landen und das ans Ufer kommen. Ich bleibe dabei, so ein 80 cm breites Kajak, das hat eine Länge hier von 3,30, das ist mit Sicherheit nicht ideal zum Welsangeln, aber es geht und ich werde es sogar jetzt öfter mal machen, weil man halt echt geil vorankommt und gerade auch in Kombination mit einem ordentlichen Echolot, mit einem Livescope, ja, kommt man halt schon lautlos an die Fische ran und man ist halt deutlich schneller als ein Bellyboot. Und das Problem bei Bellybooten ist auch, man darf nicht auf jeden Fluss mit dem Bellyboot rauf. Also meistens, wo viel Schifffahrt ist, ist sogar das Bellyboot-Angeln verboten. Informiert euch da bitte, wie es bei euch aussieht bezüglich des Reglements. Und das ist somit ein Hauptgrund, warum ich mir jetzt das Kajak ansehe. Ja, und der andere Grund ist, wir wollen ja auch eine Art Kajak machen, aber was deutlich kippstabileres. Weil das hier, das ist was, ja, es macht Spaß, es ist was für Freaks, aber es ist nicht unbedingt was für einen Otto-Normalangler, der, sag ich mal, vielleicht auch ein bisschen schwerer ist und der einfach sicher angeln will, ohne Angst haben zu müssen, dass er irgendwo ja, hier die Rolle macht. Gerade auch, wenn man teure Technik drauf hat. Das ist schon so ein bisschen herausfordernd. Ja? Also ich finde es geil, aber ich kann es nicht unbedingt jedem empfehlen. Ich angle jetzt noch ein bisschen weiter, ohne Kamera. Ich habe ja schon länger die Kamera nicht mehr angehabt. Und deshalb an dieser Stelle würde es mich mal interessieren, habt ihr Bock, wenn ich mal nochmal hier und da ein Angelvideo mehr rausbringe, ja, also über die ZEC Plus Originals hinaus. Da bin ich ja ein paar Mal im Jahr zu sehen, aber ich hätte Bock, so ja, meinen eigenen Kanal auf ZEC Plus und natürlich auch auf YouTube wieder zu beleben mit ein paar Angelvideos und vielleicht auch solchen Stories bezüglich Produktentwicklung.
Ich verlinke hier mal, ich glaube hier in der Ecke, ne? Oder hier, ich weiß es nicht, spiegelverkehrt. Ich verlinke da auf jeden Fall mal das Video, mein erstes Mal mit einem Bellyboot. Na, und das hier ist mein erstes Mal mit einem Kajak. Ist auch für mich geil, wenn ich in ein paar Jahren mal sehe, wie es angefangen hat, welches Kajak wir zuerst am Start hatten. Keine Sorge, das geht so oft nicht in den Verkauf. Ich will nicht sagen, auf keinen Fall in den Verkauf. Wenn ihr Bock habt auf solche Kajaks, ich denke, beim Raubfischangeln werde ich das sehr, sehr häufig benutzen diesen Herbst. Wenn ihr darauf Bock habt, können wir sowas auch organisieren. Ist gerade halt ein bisschen uncool wegen den hohen Frachtkosten. Aber das eigentliche Produkt, an dem wir dran sind, das wird noch dauern und da halte ich euch auf dem Laufenden. So, und jetzt zurück zum Tackle. Vertikalangeln, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Livescope hat, ja, und die meisten haben das nicht, vollkommen klar, dann sollte man einfach auf Abschnitten unterwegs sein, wo man weiß, dass Waller drin sind. Ja. Man sieht das Ganze auch mit dem normalen Echolot, gerade beim Klopfen und so weiter. Und wenn man auf guten Abschnitten unterwegs ist, dann muss man einfach durchweg jiggen. Ja. Ihr müsst den Vertical Jig, das ist ja ganz krass, wie hochfrequent der kippelt, ihr müsst ihn nicht auf Grund aufsetzen. Gerade in der wärmeren Jahreszeit, die Waller, das sieht man dann auch mit so einem Gerät, sind oft im Mittelwasser unterwegs. Und gerade auch hier im Flüssen, ja, die aktiven Waller sind immer am Schwimmen und am Mittelwasser und man muss einfach versuchen, dass man auf so einen Fisch trifft, ja, und time is the best bait, ja, also bleibt am Ball, jiggt das Ding im Mittelwasser. Ganz, ganz wichtig ist, dass man ihn an etwas schlafferer Schnur absinken lässt, sodass er taumeln kann und dann richtig aggressiv anrucken, mal härter, mal weicher, je nachdem, auf was die Waller gerade stehen. Manchmal möchten sie es richtig brumm, 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 ja, richtig hart angejiggt und manchmal genügt es, wenn man so ein bisschen langsam anjiggt. Was ich mache hier mit der Bellyboot- und Kajakfischerei, ich suche wirklich aktive Fische. Das heißt, ich scanne im Forward-Modus, ja, das Wasser ab und bin dann über weite Strecken am Tag einfach nur am Fahren und gucke, wo sind aktive Fische. Und wenn ich dann einen aktiven Fisch habe, das ist das Schöne am Vertical Jig, wenn der Hunger hat, ja, wenn der fressen will, muss man nicht unbedingt direkt über ihn kommen und ihn am Kopf, ja, quasi ansteuern mit dem Köder. Das geht auch beim Wallerangeln kaum, weil Waller sind zumindest in Flüssen immer am Schwimmen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man den Köder perfekt ablässt, ab und zu kriegt man es mal hin, aber meistens halt nicht, weil der Waller halt immer am Schwimmen ist und man kann auch gar nicht immer so haargenau steuern. Das Schöne ist aber, wenn er Hunger hat, geht er auf den Vertical Jig drauf, auch wenn er noch ein paar Meter entfernt ist. Und so mache ich das. Ich suche mal einen aktiven Fisch, versuche dann möglichst nah ranzukommen, lasse einen Jig ab, ja, beobachte dann das Echolot und bin am Jiggen. Und wenn die Waller Bock haben, hauen sie drauf und dann könnt ihr auch so einen schönen Fisch fangen. So, zur Montage, wie sieht die aus? Ich habe hier meine Lieblings-Waller-Vertikalrute, die Kettetec Vertic. Einfach eine schöne, steife Spitze, ein schönes Rückgrat. 1,70 Meter Länge, in meinen Augen ideal für den Vertical Jig, aber auch für andere Methoden. Als Schnur 36er Halkline. Ja, wenn ich nicht viele Hindernisse habe, geht es. Und mit so einem Kajak kann ich ja eh nicht allzu viel Druck ausüben. Deshalb eine 36er Halkline. Eine meiner Lieblingsdurchmesser zum Vertikalangeln. Dann als Vorfach habe ich hier einen Silent Leader 07. Was beim Vertical Jig noch besser ist, ist Mono Leader. Ja, aber ich war zu faul, das Vorfach zu wechseln. Aber geht auch so. Der Vertical Jig verhängt sich so ein paar Mal öfter. Ja, also wenn ihr weniger Verhedderung wollt, fischt bitte Mono Leader. Als Snap geht nichts drüber. Whistling Snap. Ganz kurzer Hinweis zwischendurch, ich habe es nämlich fast vergessen zu erwähnen. Das beschriebene Tackle findet ihr in der Videobeschreibung. Dort gibt es die Direktlinks. Würde mich freuen, wenn ihr uns unterstützt. Viel Spaß. Jetzt aber, ich mache ein bisschen weiter. Guckt, dass ich nicht baden gehe. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Vertical Jiggen und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was unsere schwimmenden Untersätze bzw. die Entwicklung davon machen wird. Ich bin gespannt. Ciao.